Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir uns über Torghast erspielen können. Und dafür müssen wir aber ein paar Vorbereitungen treffen. Es geht heute um das Toy Adamantit-Gewölbe-Zelle und ins Adamantit-Gewölbe müssen wir dafür auch rein. Aber bevor wir das machen können, müssen wir einmal hier zu unserem Runenschmied oder Runenmetz heißt der. Und dort haben wir mittlerweile mit 9.1 so einen lustigen Würfel. Mit diesem Würfel können wir interagieren und dort haben wir einen kleinen Skillbaum. Und ja, in dem Skillbaum können wir Sachen skillen, die nützlich für uns sind, mit einer Währung, die nennt sich Turmwissen. Woher bekommen wir Turmwissen? Turmwissen bekommen wir, wenn wir Runs und Torghast abschließen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es auch unter Stufe 9 das Zeug gibt. Ich habe mittlerweile, also weil es keinen Sinn macht, keinen unter 9 mehr gemacht. Aber auf jeden Fall auf Stufe 9 und aufwärts bekommt man Turmwissen. Wenn man den 12er macht, bekommt man mehr als auf dem 11er oder aus dem 10er. Dementsprechend, umso höher ihr einen Run macht, umso mehr Turmwissen bekommt ihr. So, jetzt braucht ihr einen gewissen Trade, und zwar das Adamantit-Gewölbe. Und das müssen wir nämlich einmal skillen. Dann können wir nämlich das Adamantit-Gewölbe betreten, wenn wir denn in einem Torghast-Run einen 5 Diamanten-Run, sage ich jetzt mal, also einen makellosen Run absolviert haben. Und zwar geht es aber nur auf Ebene 9 oder höher. Und wenn wir diesen Run dann absolviert haben, können wir nämlich noch zwei zusätzliche Floors laufen. Das kann ich euch mal zeigen. Ich habe hier auf Stufe 12, wie ihr seht, einen Run gemacht. Und dort geht ihr dann einfach rein, lauft ganz normal hier die Ini durch. Und wenn ihr dann beim Endboss seid, können wir uns mal das angucken, also hier haben wir den Endboss und den dann besiegt, dann seht ihr, ploppt hier so eine, so eine Liste auf, was ihr erreicht habt und ihr müsst hier quasi einen makellosen Run erreicht haben. Wann habt ihr einen makellosen Run? Wenn ihr insgesamt 200 Punkte Endstand habt. Wie funktioniert das? Ihr bekommt Punkte für verschiedene Sachen, unter anderem Abschluss, also wenn ihr alles auf einer Ebene klärt, heißt die Mobs umhaut, die Vasen aufmacht, die Geister befreit, also wenn ihr wirklich dort alles macht, kriegt ihr mehr Punkte. Wenn ihr wirklich 100% geholt habt, und ich sage euch 100% ist ätzend, wenn ihr denkt, ihr habt alles gemacht, aber irgendwo in der Ecke steht nur irgendwas drum, was ihr vergessen habt, dann kriegt ihr 100 Punkte. Dann gibt es den Ermächtigungsbonus, und zwar gibt es dann hier so einen Button, den ihr drücken könnt, also ihr füllt hier so ein Bar auf, wenn ihr Mobs tötet oder Sachen umhaut und wenn der Balken hier diesen Strich überschritten hat, dann könnt ihr den Ermächtigungsbonus anklicken und dann kriegt ihr ein paar Buffs, ich glaube es ist ein bisschen mehr Tempo, Movement Speed und Life Leech ist glaube ich auch und dann läuft der Balken quasi in die andere Richtung und ihr habt in der Zeit halt diese extra Buffs und wenn ihr in der Zeit Mobs tötet oder Vasen aufmacht oder irgendwas macht, auch Quests abgibt, dann bekommt ihr hier Ermächtigungsbonus, ne? Gibt es Punkte. Wenn ihr schnell durch seid, kriegt ihr auch mehr Punkte. Das eine beißt sich mit dem anderen. Alles zu holen und schnell durch zu sein, ist halt immer so ein bisschen, Gegensätze. Und dann gibt es halt viele andere Sachen noch. Es gibt dann eine Geschichte, wenn ihr möglichst viele Geister erlöst, kriegt ihr Erlöser. Also ich glaube 90% müsst ihr da holen. Fallenmeister war, glaube ich, ihr dürft euch von keiner Falle treffen lassen. Dann Horter, Plünderer, also es gibt 20 Sachen, wo ihr extra Punkte kippt. Unter anderem solltet ihr halt schauen, dass ihr zwei Elite relativ innerhalb von 10 Sekunden nacheinander tötet. Also innerhalb von 10 Sekunden, also einer stirbt und der zweite stirbt in derselben Sekunde, passt halt auch. Also innerhalb von 10 Sekunden müssen die sterben. Oder ihr habt Minimum 30 Anima-Bonis, kriegt ihr extra Punkte. Oder ihr habt keinen epischen Bonus. Oder ihr habt jeden Bonus nur einmal und nicht irgendwo doppelt. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, die was bringen. Oder es gibt ja diese Anima-Zelle, die ihr von einem von dem Mittler kriegt. Und wenn ihr auf den Mittler selber schmeißt, dann wird er ja dadurch getötet. Es gibt auch extra Punkte. Also es gibt sehr viele Sachen, die extra Punkte bringen. Da muss man so ein bisschen rumspielen, um dann dementsprechend hier auf die 200 Punkte zu kommen. So, ihr habt jetzt euren Run geschafft. Übrigens, wenn ihr sterbt, kriegt ihr 20 Minuspunkte. Also wenn ihr sterbt, dann ist eigentlich schon fast rum, weil 20 Minuspunkte sind viel. Und das bei jedem Tod gibt es 20 Minuspunkte. Ja? Also ich hatte letztens einen Run, da hatte ich, glaube ich, fast 239 Punkte, ich bin aber zweimal gestorben und da war ich bei 199 und da habe ich mir so einen Arsch gebissen, das war so ein perfekter Run, aber ich bin halt zweimal gestorben, naja gut. Genau, also wenn ihr dann die 200 Punkte habt und den Trade geskillt habt, dann kommt ihr ins Adamantit-Gewölbe und dann habt ihr hier so neue Floors, ne? Hier ist auch alles so ein bisschen rot, sieht alles aus und wenn wir dann ganz am Ende sind, haben wir da nochmal einen extra Boss und wenn wir den besiegen,
dann haben wir eine Chance. Der hat auch ziemlich viel Leben. Also die anderen Bosse, die konnte ich halt übelst wegschotten, ne? Das war alles kein Stress. Aber der Typ, der hat saumäßig viel Life gehabt. Gut, es war auch ein 12er. Ich habe dann auch hier das Achievement gekriegt. Und wie ihr hier seht, da ist dann einmal das Toy gedroppt und das Pet. Bei dem Endboss quasi vom Adamantitgewölbe, also von den zwei Ebenen, die wir dann noch haben, haben die Dinger laut WoW Head zumindest aktuell eine Dropchance zwischen 15% und 20%. Also das Toy, das geht. Ihr könnt auch in einem 9er ins Adamantitgewölbe, da dürfte die Dropchance gleich sein. Ich muss sagen, die Steigerung von dem 11er auf den 12er fand ich schon knackig. Ein 9er müsste eigentlich ziemlich einfach sein, ins Adamantitgewölbe zu kommen. Da hatte ich auch schon ein paar 5-Mann- oder 5-Sterne- oder Diamant-Runs. Bloß hatte ich da den Trade noch nicht gehabt, um dementsprechend das Adamantitgewölbe betreten zu können. Gut, das ist eigentlich soweit die Erklärung. Wenn ihr da jetzt noch struggelt bei den bei den Runs für die 5 Diamanten, ich lade meine Layer 12 5 Sterne oder 5 Diamanten Runs alle hoch, dann könnt ihr euch die gerne angucken. Vielleicht ist das für den einen oder anderen nützlich, was ich da so mache, aber das im Rahmen von dem Toy Guide jetzt ausführlich zu erklären, wäre dann ein bisschen überladen. Am besten schaut er dann da rein. Ich werde da auch eine Playlist machen. Es gibt ja verschiedene Torghast-Viertel und da muss man immer auch ein bisschen anders spielen tatsächlich. Gut, okay. Damit sind wir am Ende von dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe... wir haben das Toy noch gar nicht gelernt. Wir rudern einmal zurück hier. Wir müssen uns das Toy noch angucken. Adamantit-Gewölbe-Zelle. Die lernen wir. Und schauen sie uns natürlich auch an. Betrete die luxuriöse... Eine Luxuszelle des Kerkermeisters. So rum. Hoi, das muss man so hinkriegen. Also, das ist die Luxuszelle des Kerkermeisters. Ah, okay, das ist so eine eiserne Jungfrau, nennt man das, glaube ich, ne? Kann ich mich bewegen? Ne, ich kann mich nicht bewegen. Und. Ich frage mich, ob man sich da im PvP auch drin verstecken kann, ob man dann angegriffen werden kann. Hat auf jeden Fall was. Sieht cool aus. Ja, also die haben schon ein paar ganz nice Toys. Achso, man kommt hier auch wieder raus, wenn man dann moved. Gut, okay. Dann war es das jetzt aber mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Und ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr eure Adamantit-Gewölbe-Runs hinbekommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Toy Guide-Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.